Fertigung auszugliedern und weitere Anbieter. Entschuldigung, wir hatten gerade eine Riesenfliege hier und deswegen ist ja allgemeine Heiterkeit. Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Ottos News Update. Auch heute habe ich wieder die neuesten News aus der Gaming-Welt für euch zusammengefasst. Was hat der Otto denn im Programm? Die Nintendo Direct. Und da es dort so viel Neues gab, wird dieses Thema auch den Großteil dieser Sendung einnehmen. Der Streit zwischen Apple und Epic geht in die nächste Runde, Ottos Welt und eine neue Folge Wissen für Nerds. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Am 24.09. gab es eine neue Nintendo Direct Ausgabe und huiuiui, Nintendo hat wirklich Gas gegeben. Es gibt so viele News von der Kultmarke, dass ich erst einmal ein bisschen Ordnung reinbringen muss. Fangen wir mit den Spiele-Neuigkeiten an. Kirby bekommt sein erstes eigenes 3D-Spiel. Yippie! Darauf haben Fans der rosa Knutschkugel lange gewartet. Und die Welt ist, wie man es erwartet, postapokalyptisch. Was? Postapokalypse und Kirby? Und das passt? Tja, dazu kann ich noch nicht viel sagen. Im Frühjahr nächsten Jahres soll das Game schon erscheinen. Spätestens dann wissen wir mehr. Der Titel sieht interessant aus. Bekommt Mario Kart etwa Konkurrenz? Da kann man eigentlich nur drüber lachen, wer immer es bisher versucht hat, niemand kam an die Klasse eines Mario Kart heran. Auch Chocobo GP wird es da schwer haben. Doch meiner Meinung nach schadet frischer Wind im Fun-Racing-Genre nicht, also hoffe ich, dass der PlayStation 1-Klassiker jetzt auf der Switch überzeugen kann. Aber so wirklich glaube ich nicht daran, auch wenn der Trailer ganz schnuckelig aussieht. Splatoon 3 wurde in einem langen Trailer vorgestellt, die Shooter-Fans unter den Switch-Spielern beugen sich interessiert nach vorne. Ich persönlich bin noch nicht in das Vergnügen der fröhlichen Farbenspritzerei gekommen, soll aber sehr empfehlenswert sein. Der Trailer zeigt das, was ich von dem Titel erwarte, vielleicht komme ich ja mit dem dritten Teil endlich dazu, in die Reihe einzutauchen. Da ist sie. It seems I'm unfashionably late. Hatte ich bei dem PlayStation Showcase vor kurzem doch bei dem Spiel Project Eve kurz gedacht, Bayonetta ist zu Sony gewechselt, meldet sie sich nach langer Funkstille mit einem beeindruckenden Trailer zurück. Ja, das ist die Bayonetta, die wir kennen. Freunde der gepflegten Schnetzelei können schon mal ihr Haarnetz auspacken, im nächsten Jahr soll es endlich soweit sein. Ich bin sehr gespannt, ob der Titel wirklich 2022 erscheint. Und dann gab es noch eine Ankündigung einer Direct bei einer Direct. Das muss man auch erstmal bringen. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ein großes Update erwartet Animal Crossing-Spieler und da soll so viel kommen, dass Nintendo sich dem Ganzen in einer Extra-Ausgabe widmen wird. Höchstwahrscheinlich im Oktober, das Update selbst soll die Spieler im November beglücken. Monster Hunter Rise bekommt auch ein riesiges Inhaltsupdate spendiert. Release ist im Sommer 2022 und bei der Reihe ist mit riesig meist auch riesig gemeint. Monsterjäger sollten schon einmal viel Zeit einplanen. Ich muss endlich auch mal ein Game der Reihe spielen. Monster Hunter World lacht mich schon so lange an. Außerdem gab es noch Neuigkeiten zu Super Mario Party und Hyrule Warriors, die Raserei Wreckfest, das hochgelobte Rollenspiel Disco Elysium und sogar das Rollenspielbrett Knights of the Old Republic kommen auf Nintendos Hybridkonsole. Wow, nicht schlecht. Und ich habe jetzt noch nicht einmal alles genannt. In Sachen Spiele hatte Nintendo auf jeden Fall einiges zu zeigen und überraschte auch mit der ein oder anderen Neuankündigung. Jetzt kommen Retro-Fans auf ihre Kosten. Bisher konnten Abonnenten des Nintendo Switch Online Service ausgewählte NES- und SNES-Spiele zocken. Eine sehr, sehr feine Sache. Herzlichen Dank! Und jetzt wird das Angebot erweitert, und zwar mit Spielen des Nintendo 64 und Sega Mega Drive Spielen. Ich freue mich darüber natürlich. Anfangs stehen schon einige Klassiker wie Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64 oder auch Shinobi 3 und Sonic the Hedgehog 2 zur Verfügung. Weitere Games werden folgen, so wird das Angebot nach und nach erweitert. Ein Traum für Retro-Fans. Das Ganze gibt es aber nicht umsonst, wer käme denn auch auf die Idee? Nein, ihr könnt die Spiele zusätzlich ab Oktober zum Online-Service mit dem sogenannten Expansions Pack hinzubuchen. Wie viel Nintendo dafür haben will, ist aber noch nicht bekannt.
Momentan ist der Online-Service mit 20 Euro im Monat deutlich billiger als die Konkurrenz. Passend dazu veröffentlichen die Japaner Controller. Diese verbinden sich über Bluetooth mit eurer Switch und ihr könnt die alten Schinken stilecht mit dem passenden Eingabegerät zocken. Besser geht's kaum. 50 Tacken müsst ihr für das pure Retro-Feeling aber pro Controller hinblättern. Auch sie sollen im Oktober erscheinen. Und noch eine interessante Nachricht gab es zu verkünden. Nintendo wagt einen neuen Versuch, den beliebten Klempner auf die Leinwand zu bringen. Wer kann sich noch an den Film Super Mario Bros. Aus dem Jahr 1993 erinnern? Der Film war, speziell. Auf jeden Fall hatte er nicht viel mit den Games gemeinsam und gilt nicht gerade als eine Vorzeige-Spieleverfilmung. Auch finanziell war der Streifen ein Reinfall, da verwundert es nicht, dass Nintendo dieses Mal einen anderen Weg einschlagen wird. Uns erwartet keine Realverfilmung, sondern ein Animationsfilm. Na, das passt doch auch viel besser, findet ihr nicht? Für die Synchronisierung hat der Konzern wohl tief in die Tasche gegriffen. Chris Pratt, ihr kennt ihn aus Jurassic World, spricht Mario, Jack Black Bowser und Seth Rogen, ich liebe diesen Typen, ist auch dabei. Und das sind nicht die einzigen prominenten Namen. In die Kinos kommt der Streifen im Dezember 2022. Bis dahin bekommen wir bestimmt auch mehr von dem Film zu Gesicht. Der Zoff zwischen Apple und Epic hält an. Kurze Zusammenfassung: Seit mehr als einem Jahr streiten die beiden Schwergewichte vor Gericht, da Apple das Spiel Fortnite aus seinem App Store verbannt hat. Warum machen die denn sowas? Naja, Epic fand es gar nicht lustig, einen nicht unerheblichen Teil ihrer Einnahmen an den Konzern mit dem angebissenen Apfel abzudrücken und bot eine Option, Ingame-Käufe abseits der Apple-Überwachung zu tätigen. Es ging also bloß um das Geld, die ekelhafte Kohle! Als gewinnorientierter Konzern fand Apple das gar nicht witzig und schmiss den Battle Royale-Hit kurzerhand aus dem App Store. Wie wir alle wissen, verkauft Apple nicht gerade wenig Smartphones und Tablets, also ist dies schon ein herber Schlag für Epic. Ich will gar nicht wissen, wie viele Milliarden, und ja, wir reden hier tatsächlich über solch hohe Summen, ihnen dadurch bisher durch die Lappen gegangen sind. Nach fast einem Jahr ist nun ein erstes Urteil gefällt und dieses macht Epic überhaupt nicht glücklich. Apple bekam in allen Punkten recht. Bam! Gut, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Mein Haus, meine Regeln. Wenn es dir nicht passt, dann geh. Jetzt sagt Epic, okay, wir halten uns an eure Regeln. Na schön, hier ist schmutziges Geld für euch. Ihr wollt mehr? Hier, kriecht hin. Na los, kriecht hin und wälzt euch rein. Geht aber gleichzeitig gegen das Urteil in Berufung. Grund genug für Apple, Fortnite weiterhin aus dem App Store zu verbannen. Es geht also weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber ich brauch's wieder zurück. Am Sonntag habe ich euch zu einer kleinen Zeitreise eingeladen. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein großes ABC auf meinem Kanal und nach einzelnen Spielen widme ich mich nun ausführlich einer Konsole. Der ersten PlayStation. Was habe ich für tolle Erinnerungen an diesen grauen Kasten und zu jedem einzelnen Buchstaben des Alphabetes gibt es eine kurze, interessante Info zu der Konsole und deren Spiel. Würde mich freuen, wenn ich bei dem einen oder anderen auch nostalgische Gefühle wecken kann. Am Wochenende gab es die Buchstaben A bis H, am Sonntag erscheint dann Teil 2 mit den Buchstaben I bis P. Heute stand ganz viel Nintendo im Fokus, dann habe ich auch gerade ein passendes Wissen für Nerds herausgesucht. Mitte der 80er Jahre plante Nintendo tatsächlich einmal ins Heimcomputergeschäft einzusteigen. Das Gerät hieß Nintendo AVS und brachte alles mit, was ein Computer zu dieser Zeit so brauchte. Außerdem schien er richtig gute Grafik auf dem Bildschirm zu zaubern. Trotzdem ließ Nintendo das Projekt nach einiger Zeit wieder fallen. Schade eigentlich, doch umsonst war das Ganze sicherlich nicht, denn der AVS diente als Basis für das Nintendo Entertainment System. Und das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch gut zu unterhalten, aber auch zu informieren. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was hat euch bei Nintendo's Direct am besten gefallen? Seid ihr Abonnent von Nintendo Switch Online? Und was sagt ihr zu dem Streit zwischen Apple und Epic? Schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, ihr seid nächste Woche um 18 Uhr wieder mit dabei, wenn ich euch die neuesten News aus der Gaming-Welt präsentiere. Bis dahin, euer Otto Normalo.